Hallo Lennart. Mensch, Hannes, schön, dass du da bist. Du stehst auch auf ganz vielen Wochenmärkten, oder? Ja, Hannes, das ist richtig. Wir stehen auf jedem Wochenmarkt in Hamburg südlich der Elbe. Wir haben aber auch Bäckerläden. Soll ich dir mal einen zeigen? Ja. So, komm rein, Hannes. Hier sind wir in der Bäckerstube. Und das ist unsere Verkäuferin. Hallo Hannes, schön, dass du da bist. Das riecht hier richtig lecker. Bitte schön. Danke. So, und jetzt zeige ich dir die Backstube. Wow. Was könnt ihr denn besonders gut? Wir sind die Spezialisten für richtig knackige Brötchen. Und das nicht nur am Morgen, sondern über den ganzen Tag. Und das zeige ich dir jetzt. Seit 1880 backen wir in der vierten Generation die besten Brötchen, die ich überhaupt kenne. Na, das muss ich erst mal sehen. Alle Zutaten, die wir hier im Teig haben, kaufen wir getrennt ein und mengen sie selbst nach unseren Vorstellungen hier in der Bäckerei. Nach gut 10 Minuten ist der Teig fertig geknetet und dann holen wir in großen Portionen den Teig aus dem Kessel und legen ihn auf den Tisch. Und dann kannst du gleich sehen, wie wir den Teig in Stränge vorformen, um dann in der Brötchenschneidemaschine kleine Brötchen abzuschneiden. Und das machen wir nicht nur in der Nacht, sondern das machen wir von Mitternacht bis 16 Uhr, sodass auch am Abend unsere Brötchen noch schön und knackig sind. Na klar, wenn man die am Nachmittag backt, sind die auch am Nachmittag frisch. Genau. Wenn die Teigstränge geformt sind, legen wir sie auf ein Förderband, mit dem die Teigstränge in die Maschine kommen. Und du kannst gleich sehen, als kleine Brötchenstücke kommen sie wieder heraus. Und wenn die kleinen Brötchenteige aus der Maschine kommen, tauchen wir sie in Wasser und dann in verschiedene Körner. Das sind ja viele Körner. Ja, das ist unsere Stärke, Brötchen mit Körner. Aber nicht nur mit Sonnenblumenkernen und Mohn und Sesam, sondern auch mit Haferflocken, mit Kürbis und mit allem, was es sonst noch so gibt. Daneben machen wir aber auch weiße Brötchen, wie Baguette und Ciabatta und Hamburger Rundstücke. Und wenn der Wagen fertig gepackt ist mit Brötchen, schieben wir in den Garraum. Das ist wie eine Sauna für die Brötchen. So sah der Teigling aus, als er in den Garraum kam. Und so ist er schön groß und locker geworden und wir schieben ihn jetzt in den Ofen. Wenn die Brötchen fertig gebacken sind, holen wir sie aus dem heißen Backofen. Und so knackig und knusprig sehen sie dann aus, wenn sie fertig gebacken aus dem Ofen kommen. Hier zeige ich dir unsere beiden Backöfen für die Brote. Dieser hat auch Steinofenplatten, dass wir Steinofenbrot backen können. Ich zeige dir mal unsere Brote im Laden. Ja. Wie du hier siehst, Hannes, haben wir auch die verschiedensten Brote mit verschiedenen Körnern. Kürbis, Sonnenblumenkern und grobes Schrot. Ganz besonders stolz bin ich auf meine Bio-Brote. Das sind auch keine gewöhnlichen Biobrote, sondern diese Biobrote backen wir streng nach Bioland-Richtlinien. Also super Bio. Genau, Hannes. Was kann ich dir denn noch zeigen? Können wir mal deine super knackigen Brötchen probieren von vorhin? Aber klar doch, Hannes. Komm,